Hey Leute, was geht? Lasst mich am Start ein bisschen Party Hard! Und ich habe mir gedacht, ich gebe mal ein kurzes Update-Video, denn wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, gab es ja den riesengroßen Battlefield 4 Herbstpatch und da gab es einige Neuerungen, die aus der CTI übernommen wurden. Das Spiel läuft runter. Ich will auch gar nicht wirklich auf den ganzen No-Name-Kram eingehen, denn das Wichtige, um was es mir natürlich geht, in Battlefield 4 ist einfach die besten Einstellungen zu haben, um am meisten reißen zu können. Von daher werde ich mal ganz kurz hier euch einen Überblick verschaffen, was ich jetzt nach diesem Patch, nach diesem Update für Einstellungen bei mir vorgenommen habe, die ihr unter anderem übernehmen könnt oder auch entsprechend anpassen könnt. Das bleibt euch natürlich überlassen. Wir fangen einfach an mit den Optionen. Hier standardmäßig über Gameplay habt ihr jetzt unten die Möglichkeit, über erweiterte Optionen in ein Zusatzfenster mit Einstellungen zu kommen, wo ihr jegliche Sachen anpassen könnt. Und zwar geht es hier grundsätzlich um die Einstellung im Rahmen der Sichtbarkeit des HUDs, also des HUDs, der Anzeige von Flaggenpunkten, von eigenen Spielern, von Minimap-Elementen, sonstigem. Da könnt ihr hier einfach mal gucken. Ich habe hier einige Sachen auf den Standardwerten gelassen, aber auch andere Sachen angepasst. Wie ihr seht, hier die ersten Sachen sind ein, aus. Hier wird es interessant. Netzwerkglättungsfaktor ist erstmal nicht so für uns. Den kennt ihr schon aus vorangegangenen Videos. Aber hier fängt es dann an mit der HUD-Elemente. Ich habe hier alles mal bis auf den 100%igen im Rahmen der HUD-Größe alles auf 25 gestellt darunter. Ist für mich ein super Wert, eigentlich ein super Mittelwert. 25 ist eh eine tolle Zahl, da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Ein Viertel nie verkehrt. Dann kommen wir weiter zur Minikarte. Da habe ich die Größe auf 125 gestellt. Was das bedeutet, kann ich auch gleich nochmal zeigen. Also ich habe die Minimap ein bisschen größer gestellt, als sie normal ist, habe aber die Hintergrundsichtbarkeit auf 70% nur, sowie die Symbolsichtbarkeit 100% gelassen, aber die Symbolgröße könnte man hier jetzt nämlich auf 200 bzw. 150 machen, habe die aber auch auf 100 gelassen. Dann gehen wir weiter, die Einstellung, ihr seht ja, was ich hier gemacht habe, gerade hier auch unter der allgemeinen HUD-Weltsymbolen-Option habe ich ganz schön viel rumgespielt. Ich habe die Größe, die standardmäßig auf 100 ist, hier mal runtergeschraubt auf 60, habe die Distanzskalierung 30%, Symbolsichtbarkeit 20, Zoom habe ich hier nur 10, ihr seht hier das auf 30, unten die feindliche HUD-Weltsymbole habe ich so erstmal mit 100% belegt, genauso wie bei den Verbündeten. Bis auf die Reanimationstimer-Geschichte sowie die Infosichtbarkeit und die Infosichtbarkeit im Zoom. Ihr könnt das Ganze natürlich im Video auch stoppen, einfach mal reinhauen und ausprobieren. Ich werde jetzt nicht groß auf Erklärungen eingehen, weil hier geht es nicht um irgendwelche Synthetic-Statistiken und sonst dem Kram, weil darüber gibt es auch gar nichts. Aber um meine Möglichkeiten damit als Spieler, der einfach schon seit über 12 Jahren Battlefield spielt. Wenn wir das drin haben, gehen wir weiter auf die Grafikeinstellungen. Hier habe ich zum Beispiel interessant für euch im Rahmen des Field of View-Werts das Sichtfeld auf 60 als normalen Standardwert, also im Infanterie, auf Fahrzeugsichtfeld auf 55. Das gibt mir einfach das HUD bzw. das Field of View zurück, was ich auch davor schon hatte. Und wie das Ganze jetzt im Spiel aussieht und was für Auswirkungen das hat, das zeige ich euch natürlich jetzt. Wir sind jetzt also hier im Spiel unterwegs und wie ihr seht, was auf jeden Fall ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass nicht mehr so viel zu sehen ist. Ich kann jetzt erstmal Feuer hier hinten verstecken. Ah, wie ihr seht, die jegliche Anzeigen, sei es meine eigene Squad-Anzeige oder die Flaggenanzeigen sowie Flaggenpunkte, sind ziemlich durchsichtig. Bis auf die Wiederbelebungssymbole der eigenen Leute, damit ich gleich im Überblick habe, wo kann ich jemanden unterstützen, wo kann ich jemanden wiederbeleben. Denn Teamplay ist natürlich das A und O in Battlefield. Und was ich dann noch mit den Optionen eingestellt habe, ist, wenn man reinzoomt, dass das Ganze noch ein bisschen durchsichtiger wird. Wie ihr hier am Punkt B sieht oder auch an den eigenen Markierungen der Leute, wird es noch ein bisschen durchsichtiger, um einfach mehr Übersicht zu haben, wenn dann zum Beispiel ein Gegner mal zwischendrin steht, was am Anfang davor, also vor dem Patch, ziemlich enorm abweichend bzw. auch ablenkend war. Und das auch ein Grund mitunter dafür war, dass ich die Farbeinstellungen, die ich hier euch nochmal zeigen kann, im Rahmen der Einstellungen für Farbenblindheit, hier Protanopie, das standardmäßig natürlich auf aus ist, habe ich auf Protanopie, um das einfach so ein bisschen komplizieren, weil die Farben nicht so flashig sind. Man muss sich ein bisschen drauf einstellen, weil die Gegner dann grün hervorgehoben werden, was normalerweise die Farbe der eigenen Leute ist, aber da kommt man eigentlich recht schnell rein und ich bin mittlerweile so gut drin, dass ich das auch gar nicht mehr weghaben will. Im Rahmen der Minimap seht ihr jetzt unten links, dass die Minimap ein gutes Stück größer ist als normal. Hier natürlich empfehlenswert, gerade hier auf der Map Operation Locker im Infanteriefight, das Ganze auf 50 Meter von der Höhe zu stellen, um hier bestmöglich jegliches Infanteriegedöns zu sehen.
Und die kleine Vergrößerung um 25% dieser Minimap ermöglicht mir einfach einen gewissen, besseren Überblick gegenüber Gegnern, die sich auf der Minimap bewegen, weil ich eh durch die Einstellung, dass ich das HUD zusammengezogen habe, hier die Möglichkeit habe, alles im Augenwinkel zu haben, ohne großartige Sprünge mit meinen Augen zu machen. Und wie ihr seht, hier die Gegner richtig gut wegfischen kann und immer im Blick habe, wo sich gerade auch Gegner befinden. Von daher wirklich eine super Sache, kann ich euch nur empfehlen, das mal einzustellen. Das waren auch schon die grundlegenden Einstellungen, die ich seit dem Herbstpatch geändert habe, um hier den Gegnern auch modsmäßig den Arsch aufzureißen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie ihr damit klarkommt oder welche Einstellung ihr habt. Und ich kann nur noch sagen, in diesem Sinne, bei dem Ziel immer im Auge. Euer Last.